بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Meine geehrten Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Vortrag an diesem gesegneten Tag, in diesem gesegneten Monat. Und inshallah werde ich versuchen, über zwei verschiedene Themen heute zu sprechen, beziehungsweise zwei Kurzvorträge zu halten, bi'idhnillah azza wa jal. Und ich werde inshallah beginnen als erstes mit der goldenen Gnade und Segen, das Geschenk, was wir von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben, und zwar, dass wir den Monat von Dhul-Hijjah erreichen konnten. Dass wir jetzt gerade uns im Monat von Dhul-Hijjah befinden, dass wir diese Zeit erleben dürfen und dass wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen dürfen in dieser gesegneten Zeit. Es ist die gesegneteste Zeit im Jahr, liebe Geschwister. Es sind die besten Tage im Jahr. Es ist die Chance für jeden von uns, zu Allah zurückzukehren, für jeden von uns gute Taten, viele, viele gute Taten zu machen. Es ist die Möglichkeit für uns, das Paradies zu erreichen. Und es ist die Möglichkeit für uns, vom Höllenfeuer sich zu befreien. Es ist eine Chance, wieder eine gewaltige Chance. Eine gewaltige Chance, Allah subhanahu wa ta'ala nahe zu kommen. Eine gewaltige Chance, mit einer riesen Belohnung, die man sich niemals ausrechnen kann, die man niemals zusammenzählen könnte. Ja? Man kann wirklich in diesen gewaltigen Tagen, es sind die gewaltigsten Tage im Jahr, liebe Geschwister, es gibt keine Tage, an denen es so viel Barmherzigkeit und so viel Segen und so viel Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala verteilt wird an die Menschen wie in diesen 10 Tagen. Diese 10 Tage, liebe Geschwister, über diese 10 Tage sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im authentischen Hadith, den Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma überliefert hat. Er sagte, es gibt keine Tage, an dem Allah die Taten so viel vervielfacht wie in diesen 10 Tagen. Ja, es gibt keine Tage, an denen Allah die Taten so sehr liebt wie in diesen 10 Tagen. Ja, und deswegen, liebe Geschwister, ist es eine Chance für uns. Ja, die Gelehrten sagen, wie die meisten von euch wissen, die besten Nächte, die allerbesten Nächte im Jahr sind die letzten 10 Nächte vom Monat Ramadan. Und die 10 besten Tage sind, und die besten Tage sind die 10 Tage, die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah, von diesem Monat, der ja heute begonnen hat. Ja, und das sind die 10 besten Tage im Jahr. In diesen Tagen, liebe Geschwister, befinden sich erstmal diese allgemein, ja, man befindet sich A, in einem verbotenen Monat, ja, in dem Monat, in den, eine von den 4 verbotenen Monate, die man verboten nennt, wie Allah sie erwähnt hat in Surat At-Tawbah, Surah Nummer 9, Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah, yawma khalaqa as-samawati wal-ard, minha arba'atun hurum. Ja, Allah sagte, die Anzahl der Monate bei Allah sind 12, ja, 12 Monate im Jahr. Und inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah, im Buche Allahs. Allah hat festgelegt, dass das Jahr 12 Monate hat. Nicht seitdem irgendwelche Menschen die Monate zählen oder die Zeit zählen, nein. Ja, oder seit 2018, seit Jesus oder wie auch immer, alayhi salatu wassalam, nein. Sondern Allah sagt in diesem Vers, in der 9. Sure des Korans, Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ard. Yawma khalaqa as-samawati wal-ard. Minha arba'atun hurum. Ja, Allah sagt in diesem Vers, die Anzahl der Monate bei Allah sind 12. Im Buche Allahs. Also festgelegt. Allah hat das festgelegt, dass das Jahr 12 Monate hat. Ja. Und dann sagt Allah Azza wa Jal, yawma khalaqa as-samawati wal-ard. Am Tag seit Beginn der Schöpfung, Schöpfung der Himmel und der Erden. Ja, das heißt, die Anzahl der Monate 12 hat im Jahr, das hat Allah also schon festgelegt, bevor er uns erschaffen hat. Ja, seit Schöpfung der Himmel und der Erde
hat Allah also festgelegt, dass die Anzahl der Monate 12 sind, ja, im Jahr. Und dass das diese Monate sind, nicht die Monate Januar, Februar, März. Man kann diese natürlich auch gebrauchen. Man kann ja mehr oder weniger fast gar nicht ohne, ja, weil das weltweit so ist. Aber die wirklichen Monate, die bei Allah zählen, sind diese Monate. Ja, diese gibt es seit Himmel und Erde, seitdem Allah Himmel und Erde erschaffen hat. Ja, diese Monate, Schaban, Ramadan, Shawwal, ja, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah, diese Monate, die 12 Monate, die man zählt, die Mond, ja, die Mondmonate, wenn man die so vielleicht nennen mag. Okay? Und das ist wichtig, liebe Geschwister, dass man auch weiß, dass das ein Gewicht hat, auch in der Religion. Ja, wenn man seine Zakat, eine sehr, sehr wichtige Sache, wenn man seine Zakat entrichtet, was ja eine Säule des Islams ist, man kann sie nicht nach den anderen Monaten entrichten. Ja, du kannst nicht deine Zakat zahlen jedes Jahr am 11. Januar zum Beispiel. Ja, oder jedes Jahr am 1. Januar. Oder jedes Jahr am keine Ahnung, 15. Dezember zum Beispiel. Das kann man nicht machen im Islam, weil diese Monate weniger Tage haben. Ja, deswegen verschiebt sich ja Ramadan jedes Jahr um ungefähr 11 Tage, 10, 11 Tage. Weil diese Zählung nach den Sonnenmonaten, ja, nach dem Kalender, was wir jetzt hier in Europa, sage ich mal, benutzen, ja, diese haben ja weniger Tage. Wenn man seine Zakat zum Beispiel, es gibt auch andere Anbetungen, die damit verbunden sind, mit den Mondmonaten, nicht mit den Sonnenmonaten, ja, nicht mit der Zählung der Januar, Februar, März, April, ja, nicht nach dieser Zählung. Wenn man nämlich danach geht, dann hat man nach ungefähr 33 Jahren, hat man ein Jahr zu wenig Zakat bezahlt, ja. Wenn man jedes Jahr nach diesen Sonnenmonate oder nach der, wie nennt man das in diesem Kalender eigentlich nochmal, den Sonnenkalender, oder ich, fällt mir jetzt ehrlich nicht ein, ja, also wenn man wirklich jetzt danach seine Zakat entrichtet, dann hat man zu wenig Zakat bezahlt. Ja, wenn man das wirklich ganz genau nimmt, dann hat man nach ungefähr 33 Jahren, hat man ein Jahr komplett seine Pflichtabgaben, ja, seine Pflichtspende nicht geleistet. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir diese Sachen auch lernen, ja, dass wir das auch wissen. Und wie gesagt, und dieser Monat, und Allah sagt dann in diesem Vers, Minha, von diesen 12 Monaten, die Allah festgesetzt hat, seitdem er Himmel und Erde erschaffen hat, Minha Arba'atun Hurum. Und von diesen 12 Monaten sind vier gesegnete, es sind heilige Monate, ja, das sind Ashur al-Hurum, es sind heilige Monate, ja, es sind heilige Monate. In diesen heiligen Monaten werden die guten Taten vervielfacht, genauso wie auch die Sünden vervielfacht werden, ja, machst du eine gute Tat, sie zählt mehr als in den anderen 8 Monaten, aber machst du eine Sünde, dann zählt diese Sünde auch mehr als in den anderen 8 Monaten. Okay, das muss man wissen, liebe Geschwister. Und jetzt befinden wir uns gerade in einem dieser Monate, und zwar ist das der Monat Dhul-Hijjah. Und in den ersten 10 Tagen, das sind nochmal extra gesegnete, gewaltige Tage, ja, in denen die Taten extra nochmal vervielfacht werden. Die guten und auch die schlechten. Ja, die guten, sowohl die guten als auch die schlechten Taten, die Sünden, werden vervielfacht. Okay, weil das sind ganz, ganz besondere Tage, liebe Geschwister, bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das sind diese Tage, die uns Allah azza wa jalla immer wieder schenkt, den Gläubigen immer wieder schenkt, damit man Allah azza wa jalla näher kommt, damit das Paradies leicht wird für uns, ja, damit unsere Sünden getilgt werden, damit wir zu Allah zurückkehren, damit wir Allah azza wa jalla um Vergebung bitten, ja. Und die Sahaba haben gefragt, O Gesandte Allahs, nicht mal der Jihad fi sabilillah ist so gut wie die Taten in diesen 10 Tagen? Er sagte, nein, nicht mal der Jihad fi sabilillah. Außer ein Mann, der rausgeht mit seinem Leben, ja, mit seinem Körper, mit seinem Leben und seinem Besitz, und er kommt von nichts von beiden zurück. Ja, das heißt, er stirbt als Märtyrer, er hat sein Leben und seinen Besitz komplett fi sabilillah gegeben. Das ist der Einzige, der ausgeschlossen ist. Ja, ansonsten, es gibt nichts, was man Besseres machen kann, außer gute Taten zusammen in diesen 10 Tagen, liebe Geschwister. Okay? Und in diesen 10 Tagen befindet sich der 9. Tag. Das ist der morgen in einer Woche, Montag. Ja, Montag, morgen in einer Woche ist der 9. Tag, der Tag von Arafah. Und an diesem Tag, das ist der gewaltigste Tag für die Leute, die in Hajj sind,
Ja, der gewaltigste Tag für Leute, die in Hajj sind. Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Hajju Arafa. Hajj ist Arafa. Das heißt, es bedeutet, er wollte damit sagen, ja, das Wichtigste an Hajj ist der Tag von Arafa. Der gewaltigste Akt, die gewaltigste Anbetung, der gewaltigste Tag von Hajj ist der Tag von Arafa. Ja, das ist der Montag. Und an diesem Tag, liebe Geschwister, Subhanallah, an diesem Tag, kommt Allah Azzawajal mit Barmherzigkeiten und Gnaden zu den Menschen, zu seinen Geschöpfen, zu seinen Geschöpfen von Menschen und Dschinn, von den Gläubigen natürlich, wie an keinem anderen Tag in diesem Jahr, liebe Schwestern, wie an keinem anderen Tag. Ja, er so viele Barmherzigkeit, so viel Vergebung, so viel Gnade von Allah Subhanahu wa Taala kommt hinab, wie an keinem anderen Tag in diesem Leben, liebe Schwestern, in diesem Jahr, in einem Jahr. Ja, deswegen, das ist der Jackpot. Ja, an diesem Tag wird der Satan so klein, wie es überliefert wurde. An diesem Tag vergibt Allah Azzawajal so vielen Menschen. Und Allah Azzawajal beschützt und bewahrt so viele Menschen vom Höllenfeuer, wie an keinem anderen Tag. Ja? Und das, liebe Geschwister, für die Leute, die Hajj machen. Ja, der neunte Tag Arafah. Und für die Leute, die nicht Hajj machen, für die Leute, die nicht dort hin können oder nicht hin gereist und diese Gnade nicht haben, ja, für diese Leute hat Allah Azzawajal auch etwas Gewaltiges. Und zwar, dass diese Leute, die Leute, die nicht die Pilgerfahrt antreten, für diese Leute hat Allah Azzawajal auch etwas Gewaltiges vorbereitet. Und zwar, er hat für sie vorbereitet, dass sie an diesem Tag fasten und sie für diesen Fastentag eine dieser Belohnungen ist, dass Allah ihnen ihre Sünden vergibt, die sie in 2 Jahren gemacht haben. Das sind die Sünden, die man in 2 Jahren gemacht hat. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich erhoffe mir dabei, dass mir Allah dadurch, dass ich diesen Tag faste, mir die Sünden vom letzten und vom kommenden Jahr vergibt. Ja, das heißt, man bekommt die Sünden für 2 Jahre vergeben. Für einen Tag, für ein paar Stunden fasten. Deswegen sollte es sich kein Muslim entgehen lassen, liebe Geschwister. Ja, und in diesen 10 Tagen, Entschuldigung, und der 10. Tag ist der Tag der Tag von Eid, ja, von Bayram, der 10. Tag, an dem die Muslime, die in Hajj sind, gewaltige Taten machen. Und die Leute, die nicht in Hajj sind, auch Gewaltiges tun. Ja, die Leute, die nicht in Hajj sind, die Pilgerfahrt nicht angetreten sind, diese Leute, sie schlachten für Allah subhanahu wa ta'ala. Sie gedenken Allah. Sie machen Takbirat und Tahlilat. Ja, sie machen Ibadah und feiern diesen Tag, diesen gewaltigen Tag. Subhanallah. Ja, also ganz, ganz gewaltige Tage, liebe Geschwister. Diese 10 Tage, an diesen Tagen müssen wir uns alle, wirklich allesamt anstrengen und wie im Ramadan uns zusammenreißen, versuchen, Tauba zu machen, Istighfar zu machen, versuchen, zu Allah zurückzukehren, versuchen, viel Ibadah zu machen, dass wir viel Koran lesen. Ja, nimm dir vor, viel Koran zu lesen. Nimm dir vor, jeden Tag eine Summe zu spenden. Ganz besonders auch den 9. Tag, den Tag von Arafah und auch den Tag von Eid. Ja, nehmt euch vor, viel Allah zu gedenken, diese Takbirat und Tahlilat und Tahmidat zu machen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sagt das, wiederholt das, jeden Tag, diese 10 Tage durchgehend, liebe Geschwister. Ja, jeden Tag. Durchgehen, egal wie, egal wo, egal wann. Ja, wenn ihr im Bett liegt, wenn ihr Auto fahrt, wenn ihr gerade in der Küche seid, ja, immer wieder Allah zu gedenken mit dieser Dua, mit diesen Duas, die uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beigebracht hat, oder allgemeine Duas, ja, allgemein viel Istighfar zu machen, viel Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar zu sagen. Ja, denkt daran, viel davon zu machen. Denkt daran, versucht jeden Tag etwas zu spenden, in eine Spendenbox zu Geld reinzuwerfen über PayPal oder so an die Hilfsorganisationen zu spenden und Gutes zu tun, Menschen zu helfen. Besonders heutzutage, liebe Geschwister, viele Menschen sind gerade in Leid und sind in Kriegsländer, sind in Länder, wo es Dürre gibt, wo es Armut gibt, so viele Flüchtlinge
wie fast nie zuvor, subhanallah, momentan. Deswegen hilft euren Geschwistern und seid mit ihnen. Macht viel Dua für eure Geschwister überall auf der Erde, besonders den Geschwistern in Syrien, besonders den Geschwistern im Irak, in Afghanistan, in Afrika, in Palästina, überall, wo Menschen Leid verspüren, Menschen auf der Flucht sind, Menschen gefangen gehalten werden mit Unrecht, Menschen ungerecht getan wird, macht viel Dua für sie, wenn ihr im Gebet seid und außerhalb des Gebets, im Sujud, in der Niederwerfung. Ja, allgemein, liebe Geschwister, macht viel, macht so viel ihr könnt. Wenn ihr fasten könnt, diese nächsten Tage fasten könnt, und ganz besonders den 9. Tag von Arafah, ja, den 9. Tag, so Yawm al-Tasi' min Dhul Hijjah, der 9. Tag, so übernächste Woche Montag, diesen Tag auf jeden Fall fasten. Ja, die Belohnung ist gewaltig. Und auch die nächsten Tage, versucht tagsüber und allgemein, versucht zu fasten, zu spenden, Dua zu machen, viel Istighfar zu machen. Ja, möge Allah also von uns und euch annehmen und möge Allah uns allesamt recht leiten. Und wisset, liebe Geschwister, dass, und versucht natürlich auch zu schlachten, ja, also der Vater, der Ehemann natürlich, versucht zu, oder wenn einer alleine lebt auch, ja, auch wenn es eine Schwester ist, versucht zu schlachten. Es gehört zu den größten Taten im Islam, zu den größten Anbetungen, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt, dass man Opfertiere bringt. Und derjenige, der dieses vorhat, der darf natürlich ab, ja, so seit gestern Abend sozusagen, seit Beginn des Monats, ja, er darf sich nicht, also er darf seine Haare, nirgendwo Haare schneiden oder kürzen oder Nägel, nichts von seiner Haut, nichts von seinen Haaren oder Nägeln nehmen, kürzen, schneiden, ja, oder rasieren, bis er das Tier geschlachtet hat. Ja, Fasten brechen wie im Ramadan, Sonnenuntergang natürlich, ja, Baraklaufikum. Okay, derjenige, der vorhat zu schlachten, ja, sei es, ob er selbst schlachtet in seiner Hand oder er das Geld irgendwo hinschickt und schlachten lässt. Die Person, ganz egal ob Mann oder Frau, ja, die schlachten lässt oder selber schlachtet, eigenhändig, ist egal, diese Person darf bis das Tier geschlachtet ist, am Eidtag, bis das Tier geschlachtet ist, darf es nichts von seinen Haaren oder Fingernägeln kürzen, schneiden, rasieren, etc. Okay? Also Haare natürlich rasieren oder schneiden. Und falls einer in diesen 10 Tagen erst die Absicht fasst, ja, erst dann die Absicht macht, zu schlachten, dann ab diesem Moment darf man nicht mehr. Oder wenn er das nicht wusste, dann ab jetzt zum Beispiel, ja, nicht mehr Haare schneiden, nicht mehr die Fingernägel schneiden, kürzen, bis man geschlachtet hat, also diese eine Woche, ja, ungefähr. Bis man das Tier geschlachtet hat dann auch. Oder man die Information bekommen hat, in dem Land, wo man das Geld hingeschickt hat, dass es geschlachtet wurde. Ja, Bruder, natürlich, Fasten ist immer von der Morgendämmerung, ja, bis Sonnenuntergang. Das ist immer so, egal ob Ramadan oder nicht Ramadan. Ja, und denkt daran, liebe Geschwister, dass es zu den größten Spenden gehört und zu den größten Anbetungen Allah subhanahu wa ta'ala, die Allah liebt, wie in Hadithen überliefert wurde. Und deswegen macht davon inshallah viel. Und ich habe gerade auch gepostet, wenn jemand in Afrika spenden will, ein Opfertier bringen will, dann soll er auch dann kann er mich auch kontaktieren, inshallah. Und ich habe inshallah eine Liste bereitgestellt. Ja, da könnt ihr mich inshallah kontaktieren. Ja, und man kann eine Kuh schlachten. Eine Kuh oder ein Kamel kann man sich natürlich durch maximal 7 Personen teilen. Ja, Freunde, Familie oder wie auch immer. Oder man schlachtet halt ein Schaf. Oder halt, wenn man halt nichts anderes hat oder so, dann kann man auch natürlich eine Ziege schlachten. Ja, es sollte natürlich, je mehr du geben kannst, je mehr du schlachten kannst, es soll ein schönes Tier sein, ein kräftiges Tier, das ist ein Opfer, was du Allah subhanahu wa ta'ala gibst. Ja, deswegen sollte man dabei nicht einfach nur das nach dem Billigsten schauen. Das ist sozusagen ein Opfer, was du Allah bringst, ein Geschenk, eine Anbetung, ein Opfer, was du Allah vorbringst. Ja, das ist nicht eine Sache, manche Leute, die schauen, wo gibt's das Günstigste? Wo kann ich am wenigsten spenden? Hey, das macht man nicht mit Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Wenn du bei Allah subhanahu wa ta'ala spendest, wenn du für Allah etwas gibst, dann suchst du nicht nach dem Billigsten. Ja? Stell dir vor, einer, nur als, ja, damit man die Logik dahinter versteht,
was ich damit sagen will. Stell dir vor, jemand, der will dir etwas schenken und er geht in einen Euro-Shop. Ja, es ist ja nichts dabei, wenn man nichts hat oder nicht mehr kann. Aber stell dir vor, jemand ist reich oder hat vieles und der sucht sich wirklich das Allergünstigste, was es gibt, aus. Ja, das wirst du, das ist eine Geringschätzung. So macht man das nicht und schon gar nicht mit Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wenn man, und deswegen ist es auch nicht erlaubt, dass man einfach so ein Schaf oder ein Opfer bringt, was zum Beispiel eine Behinderung hat oder blind ist, ja, oder ein gebrochenes Bein hat oder, ja, oder behindert ist oder so. Das darf man nicht. Wenn man ein Opfer bringt für Allah subhanahu wa ta'ala, dann soll es ein gutes Tier sein, ein gesundes Tier sein. Man darf auch kein krankes Tier, man darf auch kein Neugeborenes bringen, ja, man soll schon, es hat also Bedingungen auch, liebe Geschwister. Okay, liebe Geschwister, und das ist ja auch logisch einfach, dass man, wenn man für Allah etwas gibt, dann soll man auch etwas Schönes bringen. Ja, du willst von Allah das Paradies haben, das Wunderschönste, das Ewige, das Vollkommene, das Unbeschreibliche, das Undenkbare. Ja, du willst von Allah Azza wa Jal, Subhanallah, ja, Luxus für immer und Ewigkeit. Du willst von Allahs Liebe, Allahs Nähe haben und dafür bist du nicht bereit, etwas Schönes aufzubringen, etwas Schönes zu spenden. Das macht man nicht, subhanallah. Ja? Im Gegenteil, wenn du etwas Tolles haben willst, dann sei doch bereit, ja, das ist natürlich man kann das nicht vergleichen, unvergleichbar. Ja, aber dann bringe auch du etwas Schönes für Allah, subhanahu wa ta'ala. Bringe schöne Gebete, schöne Taten, gute Taten mit, damit auch Allah dir das Paradies gibt. Möge Allah von uns und euch annehmen und möge Allah uns alle die Kraft geben. Aber wirklich, liebe Geschwister, nehmt euch wirklich vor, jeden Tag viele gute Taten zu machen. Ja, das ist ein Jackpot. Das sind kurze, wenige Tage, die schnell vorbeigehen. Es ist noch nicht mal ein Monat. Es sind keine Wochen. Es sind wenige Tage, wenige Stunden, die man zusammenzählen kann, an denen man wirklich Business mit Allah machen kann, an denen man wirklich das Paradies sich sozusagen erkaufen kann. Ja, möge Allah von uns und euch annehmen, uns alle recht leiten. Und Alhamdulillahi Rabbil Alamin.